In dieser Folge geht es um ein unliebsames Thema, das allerdings zur Vogelhaltung unweigerlich dazugehört, nämlich die Hygiene und das Putzen. Von Anfängern in der Wellensittichhaltung wird oft unterschätzt, wie viel Dreck und Arbeit Wellensittiche machen. Daher ist dies auch einer der häufigsten Abgabegründe, die von überforderten Haltern genannt werden. Auf vielen Bildern und Videos, die man von engagierten Vogelhaltern im Internet findet, sieht alles schön und sauber aus. Die Arbeit und den täglichen Zeitaufwand, den es braucht, um Käfig und Zimmer instand zu halten, erkennt man als Laie oft nicht. Auch ich werde vor dem täglichen Putzen nicht verschont und investiere mindestens 30 Minuten pro Tag für die oberflächliche Reinigung sowie 3 bis 4 Stunden wöchentlich für die Grundreinigung, also das gründliche Putzen von Voliere, Zimmer, Spielplätzen und Boden. Regelmäßiges Putzen ist nicht nur ein optisches Muss in der Wohnungshaltung, sondern vor allem ein gesundheitliches, für Mensch und Tier. Zersetzter Vogelkot, Federbruch oder Sandstaub lagern sich in der Lunge ab und können im Extremfall zu Atemproblemen oder Allergien führen. Den Vögeln selber geht es in Innenräumen, die wegen des täglichen Freiflugs oft schlecht gelüftet werden, nicht besser. Auch bei ihnen sammelt sich der Feinstaub in den Atemorganen. Wie kannst du die Hygiene verbessern und wie oft muss man was putzen? Täglich? Futter- und Trinknäpfe? Sand und Einstreu bei Bodenfütterung, ansonsten alle 2 Tage. Verkotete Stangen im Käfig, die täglich genutzt werden, zum Beispiel Schlafschaukeln und Lieblingsplätze. Und Zimmersaugen. Wöchentlich Käfiggitter abwischen, Bodenschalen heiß auswaschen, Spielplätze reinigen, gesamte Einrichtungen im Käfig unter heißem Wasser abschrubben und den Boden im Zimmer wischen. Zum Reinigen reicht in der Regel heißes Wasser und ein Mikrofasertuch sowie ein Schwamm und eine Bürste für angetrocknete Verschmutzungen. Bitte verwendet keine Chemikalien oder scharfe Putzmittel, da sie die Gesundheit eurer Wellensittiche gefährden. Muss etwas desinfiziert werden, so wendet das Desinfektionsmittel immer außerhalb des Vogelzimmers an, lasst das behandelte Teil einen Tag durchtrocknen und spült es sicherheitshalber vor erneutem Gebrauch nochmal mit heißem Wasser ab. Immer wieder werde ich gefragt, warum man so oft die Einstreu wechseln sollte. Wellensittiche als australische Steppen- und Wüstenbewohner haben einen sehr trockenen Kot. Dieser zersetzt sich bei Zimmertemperatur sehr schnell, sodass nach wenigen Tagen nur noch der weiße Urinanteil übrig bleibt. Der Kotanteil lagert sich als feiner Staub überall ab und wird von Mensch und Tier eingeatmet. Daher sollte man alle 1 bis 2 Tage die Einstreu wechseln, egal wie viele Wellensittiche man hält. Außerdem empfehle ich allen, die ihre Vögel in der Wohnung halten, zusätzlich einen Luftreiniger mit HEPA und Kohlefilter anzuschaffen, um auch feinste Teilchen aus der Luft zu filtern. Nicht zu unterschätzen ist aber das gründliche tägliche Lüften des Zimmers. Am besten morgens und abends, wenn die Wellis noch im Käfig sind. In der nächsten und letzten Ausgabe der 10-teiligen Serie Basiswissen Wellensittiche geht es um den Vertrauensaufbau. Also seid wieder mit dabei.